Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Wir spielen heute weiter in Welt 2 und beschweren uns wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde lang durchgehend über schlechtes Game Design. Weil, was machen wir sonst in dem Projekt? Wir holen uns erstmal einen neuen Traumfreund, den hatten wir noch nicht, dich zum Beispiel. Deswegen nochmal kurz in die erste Welt gegangen, bevor wir in die zweite gehen. Hier haben wir Batmans Cousin, so ungefähr. Die Ladezeit war irgendwie länger als nötig, kann das? Die kam mir zumindest sehr lang vor. Naja, Planet Pop sind wir immer noch. Haben die ersten drei Level letztes Mal abgeschlossen. Und warum stand in der Weltenbeschreibung ein fucking Tutorial? Also, als nächstes ist das Eislevel dran, aber vorher holen wir uns noch einen Kollegen ab. Und zwar, es gibt immer noch ein oder zwei, die wir noch nicht haben. Okay, wir hatten weder Waddle Dino. Ja, es gibt noch einen Haufen, die wir noch nicht hatten, also. Den Kollegen kennt man, denke ich, zumindest besser als den anderen. Würde ich mal behaupten. Also, mit den zwei gehen wir jetzt ins Eislevel. Mit dem ganz fantasievollen Namen Eisige Ebenen. Na dann. Natürlich erste Hoffnung, dass das Regenbogen-Puzzleteil nicht einfach wieder am Ende dran klebt. Oder irgendwo auf dem Weg allgemein. Wenn es irgendwo in der Mitte des Levels auf dem Weg liegt, macht's das nicht besser, sag ich mal. So, das war ein sehr schweres alles klar. Kommst du? Also, wie oft in diesem Playthrough wollen eigentlich meine Mitstreiter geistig zurückgeblieben sein? So, Mann, richtig worth it. Dafür bekommen wir 3 Sterne. Wir gönnen uns nochmal den, weil warum nicht? Ich meine, solange wir nur zu zweit sind, schadet es ja noch einen dritten dazu zu holen. Und ja, viel Besonderes gibt es hier im Moment nicht. Wenn gleich irgendwo das Regenbogen-Puzzleteil einfach random bei gefühlt genau demselben Rätsel nochmal ist, wäre das auch sad. So, diese Gegner, die in diesem Spiel so bedrohlich sind. Was? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, gleich. Ich hol mir erstmal das Zeug. Also, man hört wahrscheinlich wieder nicht im Hintergrund, auch wenn er es anscheinend nicht wirklich lernt, sondern immer schön genau spricht, damit man nur ein behindertes Murmeln im Hintergrund hat. Aber irgendwo in dem Level gibt es wieder so einen Raum wie im Wispy Woods Level. Und kann sein, dass das hier ist. Man muss irgendwo einfach zigmal um eine Plattform drumherum laufen. Und deswegen testen wir jetzt hier offensichtlich. Ja, okay, dann gehen wir weiter. Wenn wir es nicht finden, fände ich es auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Naja, hier können wir einen Aufwind nutzen. Wirklich viel ändern tut er allerdings nicht. Und warum glaube ich, es kommt gleich ein Boss? Warum sonst würden wir eine overpowerte One-Hit-Ability bekommen? Jo, kümmert ihr euch da drum?
Oh, guckt mal, ein Boss. Wow, die Ability ist noch stärker in dem Game. Mann, das hat's gebraucht. Bonkers, komm mit. Krasser Bosskampf. Was? Ich hab nur drauf gewartet, dass Bonkers... Okay, dass es erst schmelzen musste, habe ich gesehen. Aber ich hab nur drauf gewartet, dass Bonkers hier irgendwas macht. Aber nee, apropos. Geben wir dem mal einen Feuerhammer. Dann kann er auch mithelfen bei derartigen Hindernissen. Und hier haben wir noch einige Items am Start, die wir nicht wirklich nötig haben, außer Puzzleteile, die gehen immer. Weiter geht's. Noch kein Regenbogen-Puzzleteil bisher. Aber das muss ja auch wieder am Ende kleben, ne? Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Auf Deutsch, alles andere würde Game Design technisch zu viel Sinn ergeben anscheinend. Ui. Level Design. Rennen wir bitte noch öfter hin und her. Ich mag das. Guck mal, Essen. So, da. Oben. Aktivier mal. Es ist nicht das Regenbogen-Puzzleteil. Yay. Ich meine, hier sind zwar so Spuren, aber ich denke mal, das ist auch nicht die Plattform. Ich glaube einfach jetzt die Runde noch fertig. Aber nee, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, den Typen hatten wir noch nie. Ich nehme mir die Ability mal. Irgendwie machen meine hier gerade ein bisschen... Ich hab die ganze Zeit so overpowerte Teammates, habe ich das Gefühl. Andererseits sind Teammates im Prinzip alle overpowered. Also, eine Donkey Kong Passage. Ich meine natürlich, das ist ganz originell von Kirby. So, das hat man ja eindeutig gesehen, dass hier ein Puzzleteil ist. Das heißt, die Gegner zu nehmen, schadet einem ja nicht mal. Ich meine, man tötet die einfach. Krass. Ah, stimmt. Kam hier jetzt nicht gleich der Bullshit. Ich will wieder overpowered Ledge Traps haben. Ich mag die. Ich bin einfach der Gameplay-Meister und ja, das ist die Scheiße, oh Gott. Hier könnte ich verkacken, weil ich sowas nicht kann. Wir bauen eine Brücke und müssen uns dafür natürlich erst 27 Mal drehen, weil ansonsten, keine Ahnung. Aber hey, wir haben den Typen rübergebracht. Warum habe ich schon fast mit dem Regenbogen-Puzzleteil gerechnet? So, nächste Stufe. Danke. So. Ja, man muss halt ein bisschen nachdenken, dann ist das auch. Yay! Schwere Rätsel, Leute. Wir haben das Regenbogen-Puzzleteil. Und jetzt mal gucken, weil wenn das hier nicht die Plattform ist, dann haben wir sie verpasst. Sicher? Ich hab grad doch schon...
Ah ne, ich dachte gerade irgendwie dieses goldene Ding. Ich dachte gerade, das goldene Ding hier im Hintergrund wäre schon die Zieltür aus der Distanz. Ja, da droppt auch ein Stern oben. Der Hintergrund spiegelt ganz cool teilweise hier, wenn da so Eiswände sind. Und yay, tolle Secrets. Laufen wir weiter im Kreis. Jetzt. Jetzt spawnt die geheime Tür. Die uns wieder, wie gesagt, zu einem ähnlichen Raum wie bei Wispy Woods bringt. Warum sieht dieses Rätsel nervig, also Rätsel, warum sieht das relativ nervig aus? Oh, deshalb! Jetzt fliegt doch nicht rein, als wärt ihr bekifft! Okay, vielleicht seid ihr das. What? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden gerade komplett unnötig zerstört. Gib mir mal eine Bille. Der gibt mir Eis. Ich habe mit Feuer gerechnet. Der benutzt die ganze Zeit Feuerattacken sonst. Achso, der ist schon tot. Nehmen wir dich mit. Ich würde sagen... Oh, warte, du bist ja ein normaler Keg jetzt. Egal. Und hier haben wir 27 Tonnen Puzzleteile. Weil, why not? So, erstmal kurz gucken. Ist hier noch irgendwo Nahrung? Nö. Weil tatsächlich hätten wir gerade mal ein bisschen was nötig. So, ein ganzer Haufen Puzzleteile. One-Ups. Sterne, die zu noch mehr achten. Guck mal. Eine Maxi-Tomate. Ja. Mit diesem Raum kann man sich keinen Boss extrem vereinfachen, aber... Okay, extrem vereinfachen kann man sich Wispy Woods nicht. Für das Extrem ist ja schon ohne alles zu einfach. Naja, Bonusspiel. Mann, krass. Guckt mal, ich hab's geschafft. Wie habe ich das nur hinbekommen? Sicher nicht, weil das Spiel einem den Bullshit anzeigt. Genau wie ich am liebsten so deutsch wie ich bin das Game Design anzeigen würde. Und wir haben 55 Leben. Zum Glück, Mann. Sonst wird's hier noch knapp werden. 18 Puzzleteile bringt natürlich ein gutes Stück. Das Regenbogen-Puzzleteil, ganz schwer versteckt gewesen. Haben wir auch noch bekommen. Jetzt kommen wir zum Nabel der Natur. Ich will nur mal kurz was gucken, weil oft sind ja so Initialien von Leveln in Kirby-Spielen immer eine Sache. Meistens von den Welten, ich weiß nicht, ob das Jaus ist, aber hier könnte es auch von den Leveln sein. Ich meine, Planet Pop ist das ja. Andererseits... Fsen. Und ich glaube, das letzte heißt irgendwas mit Ruine, also Fsenr. Leute, es ist definitiv wieder so. Hier gibt's auch wieder ein ganz mieses Secret irgendwo. Irgendwie passt das Level nicht in die zweite Welt. Haha, Vogel. Ich find's schön, wie sie sich einfach umfärben. So, jetzt können wir noch effektiv... Oh mein Gott! Guckt euch diesen Eiszapfen an! Nestle-Ledge-Traps gehen auf die nächste Ebene! Alter, guckt mal, der ist schlau genug zu warten, der eine Keg. Danke. Ich hab gewartet, aber ich wollte die Keg. Okay, und der Keg ist blöde. Wow. Der hat einfach abgewehrt. Was ein Pro-Player. Und guck mal, ein Puzzleteil. Ah, dieses Mal war er nicht schlau genug zu warten. Gut zu wissen.
Will noch wer reinrennen? Ah, er will nochmal. Boah, respawn doch nicht in meinem Gesicht, ihr Keks. So, weiter geht's. Seit wann ist da ein Loch? Jetzt mal im Ernst, wie habe ich das Loch beim ersten Mal nicht gesehen? Das ist da gerade erst gespawnt. Ich auch nicht, aber... Ledge Traps. Ich muss mich mal umdrehen, das ist effektiver. So können wir viel besser Ledge Trappen. Mann, sind diese Challenges hart. Oh Mann, die wollen, dass ich mich umdrehe. Ah nee, das hat schon mein Kollege wieder erledigt. Bekommen wir noch ein bisschen Futter? Danke. Hier braucht tatsächlich mal wer was. So, schwer zu erreichender und schwer versteckter Bonusraum. Mit der Ninja-Ability. Und ich denke, ich brauche noch Windax. Vielleicht funktioniert Eis auch. Der will Eis? Was ergibt denn das für einen Sinn? Hier gibt's doch nicht mal Eis. Und ja, Ami, der will mir jetzt nochmal das Eis geben. Aber hier gibt's doch nicht mal Eis. Also wahrscheinlicher, dass das das einfach nur angezeigt hat, weil ich Eis schon hatte und es damit geht, muss ich sagen. Ah, guck mal. Wir machen Fried Chicken. Fried ist das Gegenteil. Egal. Tiefkühlhähnchen. Ey, ich wollte Ich bin nicht mehr das Jojo. Ich kann nicht mehr Ledge Trappen. Sad Story. So müssen sich Nestspieler fühlen, wenn sie auf einmal nicht Down gedrückt halten. Down ist ein anderer Move. Aha. Random Riss in der Wand. Es ist aber noch nicht der Schalter, oder? So, sehr schön, die Schüsse sitzen alle. Nein, das war nicht der Schalter, das war nur ein bisschen Bonus. Triff den doch, den Keck. Ah, Gobere. Das Puzzleteil dürft ihr gerne mitnehmen. Und gleich nächster Bonusraum. Was brauchen wir hier? Wie blöd sehe ich aus? Sehr blöd. Sagtest du nicht, der Schalter wäre schwer? Ja, gut, einfach nicht. Hab ich da vergessen, da nach unten zu fahren. Willst du mich verarschen? Wenn der Schalter in dem davor gewesen wäre mit diesem Spalt in der Wand, hätte ich noch gesagt, okay, akzeptiere ich, das ist ganz gut versteckt. Aber das? Nein! Einfach nein! Alter, wir können ihn nicht einfrieren. Krasse Sache, ne? Den musstest du ganz dringend nochmal töten, oder? Und warum konnte ich keinen Aerial-Angriff machen? Danke. Also, noch weiter. Aber gab es hier nicht noch irgendein anderes Secret, was kein Schalterpalast... Die haben alle Bock, ne? Ja, aber das war, glaube ich, nicht gut versteckt. Allein, weil es ein Regenbogen-Puzzleteil ist. Das reicht als Begründung. So, wir nehmen uns Fighter als neue Ability. Ich will doch jetzt schon irgendwer... wow, meine Ability ist weg.
Aber stimmt, in dem Spiel leben die ja auch, ne? Oh Gott, mein Flugvieh war ja fast tot. Und ist auch immer noch. Andererseits, das Viech ist auch schon in diesem Level 27 Mal in so eine Säge gelaufen. Also gerade in dem Level ist die KI schon bad. Ich weiß gar nicht, dass ich irgendwas mit der Kanone verpasse. Ui. Mann. Mann, ist das schwer. Mann. Da haben sie sich wieder selbst übertroffen. Und noch ein Full Heal. Gehen wir wieder runter. Ein Glück war dieses Secret. Okay, es war ein bisschen besser als ein paar andere in dem Spiel, aber es heißt, dass es immer noch bad war. So, das nächste Level machen wir noch. Einen Boss werden wir erst in der nächsten Folge schaffen. Wieder 8 neue Puzzleteile und 3 Stücke durch ein Regenbogenteil. Also, zweites Secret-Level dieser Welt und rituelle Rundbauten. Das R hat gestimmt, auch wenn es nicht ganz Ruinen hieß. Auf in die Doppeldomäne. Die Zusatzlevel hier sind wirklich nach 1 und 2 eine Mischung aus den beiden Leveln und nach 3 und 4 eine Mischung aus den beiden Leveln. Also relativ interessantes Design. Auch wenn rein geografisch gesehen zwischen den Leveln das natürlich mehr Sinn gemacht hätte vom Weltkartendesign. Oh, hier gehen wir hoch. Und gehen wir weiter. Ich bleib beim Besen. Vielleicht tausche ich einen Vogel noch aus bald, aber so. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Danke. Pass mal Feuer. Ich will nur noch mal sicher gehen, dass okay, das hier oben sah beim Vorbeifliegen vorhin ein bisschen komisch aus. Aber nix da. So, der letzte Schalter war für die 3 Puzzleteile. Die anderen 3 waren fürs Weiterkommen. Und schon sind wir im Lavagebiet. Die Übergänge sitzen in dem Spiel, ne? Kann auch sein, dass hier noch ein Secret war, das relativ kompliziert ist irgendwo. Oder ich dachte wirklich an dieses Riss in der Wand, das gar nicht mal so schwierig war. Oh Gott. Ich wollte gerade nochmal zurück, weil ich gesehen habe, dass das ein bisschen schnell ist. Dann war es aber zu schnell, um nochmal zurückzugehen. Aber eins muss man wirklich sagen. Also in diesen Abschnitten ist die KI dumm wie Scheiße. Ich meine, die juckt's nicht. Die laufen da rein, so viel sie gerade lustig sind. So, gleich mehr Lava. Willst du Kett mich verarschen? Sie springt einfach in die Lavawand. Weil, why not? Ich tausche mal den Vogel aus. Ich meine, Feuer haben wir zwar auch durch den Rattentyp, aber wow! Glückwunsch! Welcher Vollidiot? Oh mein Gott, ich war so sicher, dass Max sich hier zerquetschen lässt, der Keck. Aha. Schweres Versteck wieder am Start. Nein. Das will ich selber nehmen. Brauch mal Feuer. Gib mir ja nicht Eis, du dummer Keck. Wow, er gibt mir Feuer.
Warum habe ich so sehr damit gerechnet, dass er mir Eis gibt? So, den Eisblock nicht zerstören, sondern das Ding ranziehen. Und damit das Regenbogen-Puzzleteil einsammeln. Hui. Es war nicht so mega easy, aber... halt schon einfach, ne? Aber was erwartet man in diesem Spiel anderes? Nichts, außer man hat zu hohe Erwartungen. Haha, guck mal, ich zünd eine Lavawand an. Bin ich nicht effizient? Und warum rennt ihr Vollidioten da schon wieder rein, also? Bei denen steht KI schon wieder für künstliche Inkompetenz. So. Haha, guck mal, wir hieten dich. Warum habe ich so erwartet, dass irgendein Vollidiot es noch schafft, in diese Stacheln zu springen? So, weiter, weiter, weiter. Das wichtigste Secret haben wir ja schon wieder. Der ist fast tot, der Cake. Also, der hat richtig Bock, gerade zu sterben, glaube ich. Gibt's vielleicht mal wieder ein bisschen Heilung für den? Hier. Was ist das? Partytanz. Funktioniert nur nach rechts blickend. Steht. Es wird auch nach links blicken funktionieren, aber aus irgendeinem Grund steht's da. Hier steht überall rechts blickend. Das ist Bullshit, das funktioniert nicht nur rechtsblickend. Trotzdem, da steht nach rechts, steht einer. Jetzt weiß ich nur nicht, trifft das in der geraden Linie. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Sehr gut. Jui, Party Pio, wir haben gewonnen. Überraschung. Nehmen wir uns auch mal einen Koch mit. Kann ich gerade genau einen Kühlschrank malen? Ich meine natürlich ein Steh... Oh, wir bekommen mehr... Das Level ist rum, was? Was? Es war relativ deutlich das kürzeste Level im Game bisher. Und auch nicht sonderlich ereignisreich, also... gibt wieder... nicht so tollen Eindruck. Ja, das Spiel verkackt meistens noch die 1, auch wenn's angezeigt wird, aber scheiß drauf. Mal for real, scheiß drauf. Ich bin zu sehr mit Renten beschäftigt, also. Gut. Dann weitere 3. Noch 3, dann haben wir für das auch alle Regenbogenteile. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge von Kirby Star Allies. Für heute sind wir nämlich fertig. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da, bevor wir nächstes Mal den Boss dieser Welt machen. Wer das nur sein könnte, Mann. Was eine überraschende Frage, wenn ihr das nicht verpassen wollt.